Aus medizinischer Sicht wird nach 10 Jahren eine regelmäßige Kontrolle und gegebenenfalls ein Austausch der Implantate empfohlen. Bei Frauen, die einer Brustoperation unterzogen wurden, werden die alten Implantate erfahrungsgemäß früher ausgetauscht. Die Implantatentfernung en bloc sollte gesondert abgewogen werden. Das betrifft insbesondere Patientinnen, bei denen eine fortgeschrittene Kapselkontraktur oder eine Verkalkung der Kapsel vorliegt. Der Verdacht eines Brustimplantat-assoziierten anaplastischen Großzell-Lymphom gestellt wurde. Die Kernspinuntersuchung ein defektes Brustimplantat vermuten lässt oder ein starker Leidendruck bei Verdacht auf Breast Implant Illness besteht. Eine Kapselkontraktur wird durch das Abtasten der Brust festgestellt. Hinweise auf eine Implantatruptur ergeben sich aus Symptomen wie neu aufgetretenen, in manchen Fällen gar starken Schmerz und einer Verformung der Brust. Letztendlich bedarf es zur Erhärtung des Verdachtes auf eine Implantatruptur eine Kernspintomographie. Eine recht Unsicherheit bleibt jedoch trotz einer Kernspintomographie. Der Verdacht auf ein großzelliges Lymphom ergibt sich aus einer großen Zunahme der Brust, meist mehrere Jahre nach der Brustvergrößerung. Bestätigt wird die Diagnose eines Großzell-Lymphoms durch eine ultraschallgestützte Entnahme von Flüssigkeit, die sich um das Implantat angesammelt hat. Eine Untersuchungsmethode zur Feststellung einer Breast Implant Illness wird intensiv geforscht. Es gibt Laboruntersuchungen, um bestimmte Autoimmunerkrankungen nachzuweisen. Bei Patientinnen mit einer Brustimplantatkrankheit können sowohl die Untersuchungen auf eine Autoimmunerkrankung wie auch alle anderen Blutuntersuchungen normal sein, da eine medizinische Indikation vorliegt.